Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video bei uns in unserem ganzheitlichen Kanal für Gesundheit. Ich bin Daniel von Knob und Niehaus und im heutigen Video geht es um das Intervallfasten oder das Fasten an sich. Ich nehme dich mit, teste 2 Tage lang Fasten. Wichtig ist mir, wenn du Vorerkrankungen hast, grundsätzlich andere ärztliche Diagnosen hast, besprech das vorher mit deinem behandelnden Arzt, ob Fasten überhaupt etwas für dich wäre. Das ist wichtig. Ansonsten, ich baue Fasten grundsätzlich immer gerne einmal mit ein, entweder Intervallfasten, aber auch mal Fastentage, um insgesamt den Körper in seinem Fokus zu unterstützen, um einmal zu entgiften, entschlacken bzw. auch mal rein zu werden. Ich nehme dich mit, freue mich darauf, werde meine Erfahrung teilen. Ich lege los. Heute geht's los. 2 Tage Fasten. Wir nehmen dich mit, dieses Experiment durchzuführen. Ich fühle mich gut. Gestern Abend das letzte Mal gegessen. In diesem Sinne, auf geht's. Ersten Tag geschafft. Jetzt geht's aus der Praxis. Heute war ich von 8 bis 19 Uhr hier. In das Training. Ich spiele Basketball, also von daher nehme ich euch ein bisschen mit, wie das ist. Mir geht es hervorragend. Ich habe einiges getrunken. 2 Liter habe ich jetzt schon weg. Dann geht es zum Training. Ich habe heute Tee und Wasser getrunken und fühle mich leicht beschwingt und freue mich aufs Training. So, 1,5 Tage sind vergangen, die Sonne scheint. Ich kann zumindest sagen, der Bauch fühlt sich super an. Ich fühle mich leicht, energiegeladen, aber trotzdem auch irgendwie vom Körper etwas geschlaucht. Also von daher geht es jetzt an den Endspurt. 2 Tage Fasten sind vorbei. 48 Stunden nur Wasser getrunken. Ich merke, dass es jetzt langsam Zeit wird, etwas zu essen. Und dass ich gestern Abend trainiert habe. Das heißt, ich bin gestern Abend beim Basketballtraining all out gegangen und merke jetzt wirklich, dass der heutige Tag rein muskulär, auch was den Bedarf an Energie betrifft, schon etwas herausfordernder war. Trotzdem geht es mir hervorragend. Der Bauch fühlt sich extrem gut an und insgesamt fühle ich mich auch gut. Kann das also dir nur empfehlen. Würde allerdings sagen, wenn du trainierst, mach das dosiert. Und ansonsten werde ich das definitiv nochmal wiederholen. Ja, das waren meine Erkenntnisse von 2 Tagen Fasten. Ich hoffe, ich konnte dich mitnehmen, vielleicht auch sogar inspirieren oder begeistern. Wenn du Fragen hast, wenn du selber mal gefastet hast, gerne deine Erfahrungen unten in die Kommentare, da freuen sich bestimmt alle drüber. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Video. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, empfehle uns gerne weiter an Freunde, Bekannte, wie auch immer. Oder gib dem Video einen Daumen hoch und lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.